Roy hat sich sehr verändert. Ich finde zum Vorteil. Danke. Ist das Was möchtest du trinken? Ist es aber für einen Roy Black nicht wahnsinnig schwierig, könnte ich mir vorstellen, den goldenen Mittelweg zu finden? Zum einen sagen die einen, aha, endlich bringt er mal was anderes und passt sich mal ein bisschen der Zeit an, weg von den Schnulzen. Dann gibt es aber sicher wieder die Hörer und die Fans, die sagen, ach, wann singt der Roy denn wieder mal sowas zu Herzen gehendes wie mit der Anita damals? Du hast das Problem, also finde ich, finde es toll, was dich anscheinend beschäftigt. Das ist genau umrissen. Ich habe durch meine Karriere von so langer Zeit, durch die vielen Jahre, habe ich eine Hypothek. Das heißt, man hat ein gewisses Bild von mir. Das Image Roy Black ist da. Man stellt sich etwas ganz Genaues vor, etwas Exaktes vor dabei. Ich selber fand die Titel damals, bis auf kleine Ausnahmen, selber sehr gut. Bin aber der Meinung, dass sich die Zeit sehr stark geändert hat. Die Textwahl muss ganz anders sein heute. Die Arrangements, das heißt, die Instrumentierung muss ganz anders sein heute. Nur um ein Beispiel zu nennen, der Rhythmus ist heute viel stärker betont, während zu meiner großen Zeit damals eben der größte Wert auf Chor, Streicher gelegt wurde. Und nun da eine Synthese zu finden aus dem alten Image und einer Neufindung, das ist echt schwer. Hat man da Berater? Da tut man sich schwerer, tue ich mich schwerer, als einer, der ganz neu anfängt. Hat man da Berater, die einem helfen, oder muss man das ganz allein in einsamer Stunde? Da nützt Beratung nichts. Ich glaube, das ist eine so intuitive Angelegenheit ich glaube nicht, dass man da jetzt vorgehen kann, indem man sagt, ich beachte das und das und das und dann mache ich also eine neue Synthese für Roy Black. Das kann man nicht. Das sind alles Zufälle. Ich glaube, wir haben da wirklich ein sehr gutes Beispiel, und zwar die Rückseite deiner neuesten Single. Erzähl mir nicht von deiner Liebe, der neue Roy Black, wenn ich mal so sagen darf. Heute Vormittag Roy Black, und er hat mir eben, als der Titel lief, erzähl mir nichts von deiner Liebe, hat er gesagt, zu diesem Titel gibt es noch was zu sagen, Mikrofon frei. Ja, das ist also eine ganz besondere Freude, der Titel, weil einer meiner Jungs, das heißt einer aus meiner Band, mit der ich jetzt seit 5 Jahren zusammenarbeite, was also für mich wunderbar ist, seit 4 Jahren bin ich, wenn ich live auf der Bühne bin, mit dieser Gruppe zusammen. Es gibt also kein Notenschleppen mehr, nicht mehr die Angst und das Zittern, ob der Auftritt nun am Abend klappt mit einer fremden Band. Sind alles junge Leute aus verschiedenen Nationen, Ungarn, Exil, Tschechien, Exil, Ungarn, ein Amerikaner aus Texas ist dabei. Und das sind so hervorragend gute Musiker. Und einer von denen, der Charlie aus Luxemburg, der hat diesen Titel eben, erzähl mir nichts von deiner Liebe, geschrieben. Wie kriegt man eigentlich diese Leute zusammen? Das war also ein langer Weg. Ich bin in München, bin ich erstmal in die Insider-Clubs gegangen, in diese Jazz-Clubs und Regans Club, wie die heißen, wo die jungen Musiker da sind. Und habe gesagt, pass auf, ich will eine Band haben, ich will, wenn ich live auftrete, mit eigener Band arbeiten, damit die Show endlich mal gut und perfekt wird. Ja, und langsam, manche sind wieder abgesprungen, also nach gewisser Zeit in andere Bands eingetreten und so. Es ist eine ständige Fluktuation schon da, aber jetzt hat sich eben seit ein paar Jahren rauskristallisiert, dass es dieselben Leute geblieben sind, und wir haben jetzt eine super Show zusammen. Ist das eigentlich nicht eine wahnsinnige Verantwortung für einen Künstler, eine eigene Band zu haben? Und zwar deshalb, könnte ich mir vorstellen, weil man, die Leute müssen ja ernährt werden, die müssen ja von dem Ganzen leben. So ist es. Hat man vielleicht ja nicht unbedingt so viele Auftritte im Monat, dass das ganze Geld wieder reinkommt? Spielen die auch anderweitig? Die spielen, also es ist so, dass der Mann, der Manager, mit dem ich zusammenarbeite, der ist auch mit Helmut Zacharias zusammen. Und da können wir uns also schon mal die Band teilen. Ja, das ist also ein Faktor, der für mich sehr wichtig ist, weil sonst die Belastung finanziell zu groß wäre. Außerdem spielt die Band selbst noch eigene Konzerte, die dann in andere Richtung gehen, Jazz, Jazzrock. Ja. Und außerdem habe ich dann, als die Band stand und als das Programm richtig stand, habe ich natürlich dann eigene Initiative ergriffen. Das heißt also, respektive mein Manager, wir haben, was früher ja nie war, selbst Konzerte organisiert. Hallen gemietet und Konzerte organisiert. Da liest man manches Mal, so kürzlich auch wieder, Himmel, der verlangt so und so viel am Abend und der verlangt so und so viel am Abend. Das wird dann in der Presse immer so hingestellt, na, die Leute müssen ja innerhalb eines Jahres stinkreich sein. Aber ich glaube, das liegt ja auch mit daran, die Band muss ja auch bezahlen. Es ist ja nicht so, dass der Künstler alleine diese so und so viel Tausend einsteckt am Abend. Also ich finde, wir sind jetzt heute nicht da, um hier jetzt mit Zahlen lang rumzutun, aber ich könnte einmal das wirklich darlegen, dann würden die Leute sehen, was da tatsächlich für mich übrig bleibt. Ich habe früher, als ich mit Noten gereist bin, da habe ich wirklich die ganze Gage für mich gehabt. Heute geht
für die Lastwagen, in der die Anlagen gefahren werden, die Musik und die Lichtanlage, für den Omnibus, wo die Band drin sitzt. Das ist also, wenn man dann am Schluss abrechnet, dann bleibt wirklich ganz, ganz wenig übrig. Die Show ist gut, aber finanziell lohnt es sich nicht. Das wollte ich gerade sagen, dafür bekommt man dann aber auch, das, beziehungsweise der Veranstalter, eine wirklich hervorragende Show geboten. Ich komme jetzt auch mal auf eine Show zu sprechen und da nochmal auf das Image von Roy Black. Ist das dein Image? Und zwar habe ich mal vor, ich glaube 2 Jahre sind das her, so eine Art Hitparaden-Tournee gesehen. Da traten sie alle auf, ich möchte jetzt mal keine Namen nennen, im Glitzeranzug, dann haben die manchmal Hosen angehabt, dass man sich gewundert hat, wie die da reingekommen sind, wahrscheinlich mit Schuhlöffel und so. Und da rein schon, aber nicht mehr raus. Und siehe da, es war, das muss ich jetzt mal ehrlich zugeben, ein wirklich erfreulicher Anblick. Da kam fast zum Schluss ein Sänger im völlig normalen schwarzen Smoking und stand da auf der Bühne und hat seine Titel gesungen. Ohne große Effekttaschereien, dieser Sänger hieß Roy Black. Ist das eine Masche oder ist das ganz einfach so, dass du sagst, ich möchte den Firlefanz nicht mit? Ich mache sie, ja, genau das ist es. Ich bin von Anfang an, seit Anfang meiner Karriere, bin ich im normalen Anzug aufgetreten. Ich würde Zugeständnisse machen, was ich auch tue, dass ich auf der Bühne einen Smoking trage, der dann am Revers abgesetzt ist mit Seide. Also schon ein bisschen etwas Besonderes. Aber ich würde nie Glitzeranzüge tragen wollen. Denn dazu kann man, glaube ich, noch sagen, nicht jeder, der einen Glitzeranzug trägt, ist ein Elvis, nicht? Na Gott nicht, ja. Wir kommen zur neuesten Single von Roy Black. Unsere Hörer kennen sie bereits schon. Sie wurde schon des Öfteren gespielt. Was geschieht mit mir? Und was später mit dem Roy Black geschieht, das werden wir nachher noch hören. Außerdem haben wir noch einige Überraschungen vor. Schreiben Sie uns mal. Und es sind einige Zuschriften eingegangen. Roy, ich glaube, wir wollen nicht kneifen, nicht? Wir haben keine, das müssen wir jetzt dazu sagen, keine Fragen vorsortiert, sondern wir nehmen es jetzt ganz einfach hier. Einfach mal was raus. Ja. Frau Ilse Blasig aus Heidelberg schreibt, dass der Roy schon immer ihr Schatz gewesen ist, schon seit den 60er Jahren, das ist aber nicht die Frage. Es ist mir unbegreiflich, dass die deutschen Sendeanstalten und Kritiker immer wieder versucht haben, Roy zu diskriminieren. Nach meiner Ansicht war Schuld daran nicht nur die einmalige Beliebtheit dieses liebenswerten Sängers, sondern auch sein finanzieller Erfolg. Denn so angegriffen hat die Meute vorher und nachher keinen Kollegen. Das ist richtig, Frau Blasig, da danke ich Ihnen dafür, das stimmt tatsächlich. Die Prozentzahl seiner Beliebtheit spiegelt sich ja heute noch in den Hitparaden. Und die Frage nun an Roy, wie hat er all diese unberechtigten Angriffe über all die Jahre hinweg verkraften und meistern können? Frau Ilse Blasig aus Heidelberg. Tja, liebe Frau Blasig, vielen Dank für den Brief, der hilft mir sehr, denn ich war auch der Meinung und ich bin auch heute noch der Meinung, dass keiner je so angegriffen worden ist wie ich. Es hat nach mir und vor mir Sänger gegeben, die romantische Lieder oder wie es die Bösartigen gesagt haben, eben Schnulzen gesungen haben. Aber keiner wurde in der Form also fertig gemacht. Und ich muss Ihnen auch sagen, dass ich in der Zeit, als es passiert, also zu meinen Höhepunkten damals, dass es mich sehr fertig gemacht hat. Erstens war ich ein ziemlich junger Mensch. Ich kam frisch von der Schule, vom Abitur, war mit der Welt und ihren Bösartigkeiten nicht vertraut. Und ich habe also sehr, sehr darunter gelitten. Heute bin ich über all das, Gott sei Dank, hinweg. Und ich bin teilweise, weil ich Abstand dazu habe, teilweise dankbar für diesen ganzen bösen Kram, der auch passiert ist, denn er hat mir einfach mehr Kraft gegeben, aber erst im Nachhinein. Als ich mittendrin steckte, da war es schlimm. Kann man so sagen, er hat die Persönlichkeit Roy Black ein bisschen mitgeformt. Ich hoffe positiv, ja. Wenn jetzt heutzutage wieder irgendwie so ein Tiefschlag kommt, wird man ihn wahrscheinlich ganz anders angehen. Aber völlig, er macht mir nichts mehr. Die nächste Frage kommt von Inge Eisele aus Wurmlingen. Es wäre furchtbar nett, wenn der Roy Black für alle Hörer ganz in Weiß singen würde. Na, mal gucken, ob er das vielleicht nachher tut. Die Frage, es sind gleich 3, was für ein Sternzeichen sind Sie? Ich bin Wassermann. Leben Sie gesund und rauchen Sie nicht und so weiter, vor allen Dingen und so weiter. Na, ich rauche im Moment, rauche ich sogar wieder. Zwar Pfeife und Zigarren, aber das ist eigentlich bei mir, einmal rauche ich und dann vergeht wieder ein halbes Jahr, ich rauche nicht und dann rauche ich wieder mal, also sporadisch, ich bin kein Raucher. Die nächste Frage kann ich mit Ja beantworten, tragen Sie auch Jeans, heute hat er welche an. Jeans und Lederjacke, klar. Dann kommt aus Erching, das ist in Frankreich, die Frage von Marceline Koch. Sie hat den ganzen Fragenkatalog zusammengestellt, bitte nicht böse sein, liebe Marceline, wenn wir das nicht alles beantworten können. Wie groß ist Roy Black? Ich bin 1,76. Welche Musik hört er privat gerne? Privat höre ich gern
Bei Klassik zum Beispiel höre ich gern symphonische Sachen, Edvard Grieg, Mozart sehr, sehr gerne. Mozart beruhigt mich unheimlich. Und bei der leichteren Muse ist es alter Blues, also echter Blues. Die nächste Frage können wir, die müssen wir sogar mit Nein beantworten, ob er mit dem Kinderstar Anita wieder mal eine Schallplatte machen möchte. Das wird sicherlich nicht mehr passieren. Ich habe Anita vor einem Jahr getroffen, hier bei einer deutschen Fernsehsendung. Die Anita ist ein unheimlich süßer Teenager geworden, eine junge Frau, was heißt eine richtig hübsche junge Frau von 18 Jahren. Und ich habe also längst nicht mehr die väterlichen Gefühle von damals. Interessiert er sich für Politik? Ja, und das auch wiederum, wie gesagt, manchmal mehr, manchmal weniger. Es vergeht manchmal ein Vierteljahr, wo ich mich also um Politik nicht kümmere, weil ich mit eigenen Dingen zu sehr beschäftigt bin. Aber plötzlich wird man ja durch die Nachrichten oder durch Zeitungen, durch Magazine aufmerksam wieder auf gravierende Dinge, die passieren. Und dann hole ich alles nach und versuche mir ein Bild zu machen von dem, was passiert ist. Eine Frage, die mich auch interessieren würde, würde Roy auch mal sein Land, also die Bundesrepublik, beim Grand Prix vertreten? Also mein Land, wenn dann sowieso mein Land. Ich habe nur ein bisschen Bedenken gegen Grand Prix als etablierter Sänger. Denn wenn man etabliert ist und fällt dann mit seinem Lied sehr runter, dann schadet das dem Namen eher. Wenn einer ein Newcomer ist und anfangen will und bekannt werden will, dann ist es gut, den Grand Prix mitzumachen. Hat Roy noch einen anderen Beruf erlernt? Und wenn ja, welchen? Ich habe 64 Abitur gemacht in Augsburg und bin dann auf die Universität in München und habe mich dort... Jetzt muss ich aber zu meiner Schande gestehen, weil ich nicht genau wusste, was ich tun soll, als Betriebswirt, also bei Betriebswirtschaft eingeschrieben. Das war damals so gang und gäbe, wenn man nicht so genau wusste. Es gab in der Klasse nur fünf, die wussten, was sie wollten. Alle anderen haben erstmal ein Auswahlstudium angefangen, um dann, das war also legal, um dann zu sehen, in welche Fächer man einsteigen will. Das ist vielleicht dann für die Hörerin aus Frankreich wichtig. War Roy Black schon mal in Frankreich und kommt er wieder dahin? Ich bin des Öfteren im Elsass gewesen. Da ist man so gut. Und die Weine, es ist alles so schön dort. Man isst so gut. Aber ich glaube, dass ich als deutschsprachiger Sänger im französisch sprechenden Teil, also außer dem Elsass, wahrscheinlich gar keinen Fuß auf der Erde habe, denn die Leute kennen mich dann sonst gar nicht. Die Fragen von Christiane Schneider, ganze 12 Jahre ist sie jung und sie wohnt in Funkstedt und hätte von Roy gerne gewusst, wie viele Platten er eigentlich schon herausgebracht hat. Meint sie jetzt Platten, also wie viele Titel oder wie viele Platten? Steht leider nicht hier. Ich nehme an, dass sie Platten meint. Also wie viele Veröffentlichungen? Ja, genau. Ja, also es sind mindestens 50 Singles und etwa 40 LPs inzwischen. Dann scheint sie noch eine Tierfreundin zu sein, denn sie möchte gerne wissen, was für Tiere der Roy gerne hat. Also ich habe zu Hause einen wunderschönen Hund, ein Hovawart, eine altdeutsche Hirtenhundrasse, der heißt Tolkien. Und ich habe ihn so lieb, dass er sogar mit mir zusammen auf einer Autogrammkarte ist. Und aber er singt noch nicht. Er singt noch nicht, aber er bellt sehr, sehr schön. Und außerdem bin ich Pferdefreund. Ja, ich reite sehr viel. Habe allerdings kein eigenes Pferd. Also ich mag Tiere wahnsinnig gern. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und da würde ich sagen, geben wir der Hörerin Gelegenheit, sie selbst zu stellen, denn sie würde gerne von Roy angerufen werden. Wir versuchen nun die Leitung nach Frankreich, geht das auch, zu kriegen. In der Zwischenzeit machen wir noch Musik und jetzt freue ich mich, und davon weiß der gute Roy gar nichts, dass wir einen Titel vorstellen, bei dem mal draus hervorgeht, dass der Roy, weiß Gott, nicht immer nur Schnulzen gesungen hat. Die Aufnahme ist nicht mehr ganz so neu, sondern Roy hat auch mal Französisches gesungen und er hat es damals schon, wie ich meine, sehr gut gemacht. Bitte hören Sie mal rein. Ah, jetzt weiß ich. Jetzt mit unserem Studiogast Roy Black.